Moin Moin, Freunde von Soulspawn und Co. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV, immer noch mit Nioh 2 und einem imposanten Boss, aber einer katastrophalen Framerate. Trotz der PS4 Pro, trotz des Action-Modus, den ich eingestellt habe, für stabile Framerate. Ja, das möchte ich, aber naja, da sieht man mal, was Media in Dark Souls 3 im DSC für ein toller Boss eigentlich ist. Der sich wirklich bei seiner Größe geschmeidig bewegt. Naja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sag ich dazu nur, der hätte wirklich nicht sein müssen, aber okay. Klotz, das ist so. Framerate von gefühlten 5. Ja, wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, ich kann den Konterattacke da machen. Ja, die. Leute, das ist kein Kampf, das ist ein Krampf. Ihr habt keine Framerate. Die Kamera tut ihr Übriges. Und ihr könnt euch hier unten noch gar nicht bewegen. Und das Ding selber ist relativ schnell dafür noch. Wo man selber das Gefühl, man spielt hier wie... Da ist ja Kalamit in Dark Souls ohne den Ring da unten im Morast. Wo man sich ja auch ein bisschen schlechter bewegen kann, ja wirklich noch geschmeidig gegen. Das ist... Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Da kann man mal From Software mal wieder danken, was die für tolle Riesenbosse hinkriegen. Das ist nicht so einfach. Also das ist wirklich, da kommt das Team der Nioh-Macher wirklich an seine Grenzen bei so größeren Bossen, muss man leider sagen. Was in Nioh 1 auch schon so. Wobei der Blob, der ging noch in Nioh 1. Der ging wirklich noch. Aber das hier ist eine Katastrophe. Und glaubt es mir, ich habe den Action-Modus an. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, wo haben wir das? Status, warte mal, wo waren die Systemeinstellungen? Spielmodus-Einstellung, Action-Modus, stabilisiert die Bildfrequenz. Alternativ hätte ich
stabilisiert die Auflösung bei einer Bildfrequenz von 30 FPS. Ich habe wirklich, und das andere ist der Kinomodus, ne? Irgendwie Filmmodus, genau. Ja, stabilisiert die Auflösung. Also ich habe eigentlich schon das Richtige eingestellt. Und ich habe eine PlayStation 4 Pro, aber irgendwie. Oder kann man das hier extra nochmal einstellen? Extra nochmal das. Dass man. Ich meine, das muss. Nee. Wurde ich gefragt am Anfang? Ich weiß das nicht. Ja, ich stelle ihn euch trotzdem rein, weil das halt ein imposanter Boss ist. Aber Fun macht er nicht. Ach so, für Leute, die. Also bevor ich jetzt rausgehe. Eine Trophäe noch, also das auf Platin bringen wollen. Trophäen-Junkies sind. Wo ging das los? Ging es da los wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich kam ich von da. Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube ja. Ja, wie auch immer, der Startpunkt, ihr springt dann. Da wo ihr runterspringt, dieses Ding kann er einlaufen. Und dann bricht er hier diesen Damm ein und dann kriegt ihr eine Trophäe. So viel kann ich schon mal sagen. Ihr könntet theoretisch auch versuchen, da hochzulaufen und eine Sturzattacke zu machen. Ist. Ja. Dauert lange und wenn ihr Pech habt, hämmert er da alles weg. Aber wenn ihr dann im Fallen seid, könnt ihr ja trotzdem noch Glück haben, dass ihr auf ihn drauf landet und eine mächtige Sturzattacke macht. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Die Dinger sind nicht umsonst da. Da hinten ist auch noch so eins. Aber es ist halt immer riskant. Also ich vermute mal, gedacht ist das so. Gedacht ist das so, dass er hier ran euch rammen will, ihr ausweicht, er dann festhängt hier eine Zeit lang, das tut er wirklich, aber nicht sehr lange, und ihr dann schnell hier hochflitzt. Er sich dann dreht, wenn er dann keine Rammattacke auf euch macht und ganz normal euch entgegenkommt und ihr da oben steht, könnt ihr auf jeden Fall eine Sturzattacke machen. Wobei hier ist das, ja, ähnlich, vielleicht geht das an der Stelle auch. Schätze ich auch mal. Wobei der Abstand scheint ein bisschen größer zu sein. Ne? Von da nach da. Und da nach. Nee, doch nicht. Okay. Abstände sind wahrscheinlich ähnlich. Ja, wie auch immer. Weitere Tipps kann ich euch da nicht geben. Der Beste ist wirklich, zieht euch leichte Klamotten an und versucht irgendwie mit der Framerate klarzukommen. Das ist eine Katastrophe hier unten. Also jetzt nicht. Jetzt natürlich nicht. Jetzt muss ja nichts berechnet werden. Jetzt kann ich mich hier richtig schön bewegen. Alles wunderbar. Aber im Kampf teilweise habt ihr das Gefühl, sogar Schläge werden blockiert. Also das ist ganz, ganz komisch. Also den hätten sie sich schenken können, würde ich mal sagen. Aber sei es drum. Er ist Geschichte. Er hat sonst noch Beine. Es wäre noch eine Möglichkeit. Daran zu kommen ist nicht einfach. Also wenn ihr es einfach wollt, dann kauft euch einen Faultier-Talisman. Haut den rauf und versucht seine, er hat so gelbe Nüpsel an den Beinen. Haut dagegen. Ich glaube, da macht ihr ungefähr doppelten Damage, als wenn ihr so auf ihn haut. Und es kann auch, glaube ich, sein, dass er dann eher zusammenbricht. Er hat so verschiedene an den Beinen, so verschiedene ockergelbe oder goldene, eher goldene Geschwüre. Haut die weg. Mit dem Faultier-Talisman geht das, ohne es schwierig, da immer ranzukommen. Weil er sich denn so komisch dreht wie so ein Panzer. Also ein ganz komischer Boss. Ganz komisch. Boah. Aber ich, wie gesagt, er ist imposant. Das ist sozusagen auch der erste. Jetzt im Hauptstrang der erste richtig imposante, oder? Was habe ich jetzt bisher reingestellt? Ja gut, die Eule war, stimmt, auch ein bisschen größer. Aber die war viel geschmeidiger und flüssig. Das hat echt Spaß gemacht, gegen die Eule zu kämpfen. Ja, und die Schlange ist auch geschmeidig. Das hat auch Spaß gemacht. Wie heißt die noch? Yatsu, Zoom, sonst was da ist, was ich meine. Die Schlange, die zwei kleinen Schlangen da ruft. Die ist auch cool, die Punkerschlange. Ist schon imposanter, aber nicht so ganz so mächtig wie dieser Boss hier. Ja, schade, schade. Den Blob haben sie in Nioh 1 einigermaßen gut hinbekommen. Also da sind mir keine Frame Rate-Einbrüche in Erinnerung. Das fühlt sich hier teilweise an wie, keine Ahnung, gefühlte 20 Frames. Also müsste man echt mal messen. Das ist eine Katastrophe, der Fight. Wirklich. Vom Gefühl jetzt. Aber Feuer ist gar nicht schlecht. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur so viel sagen. Ich habe Blitz ausprobiert. Das macht noch weniger Zusatzschaden. So. Gift schätze ich auch mal, weil er selber mit Gift hantiert. Ja. Feuer ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Und alles andere, ja, ich habe es ja gesehen, also die Kamera teilweise, deswegen ist es eigentlich besser, da denn doch mittiger zu bleiben, dass ihr nicht hier in Ecken
diese Kameraprobleme kriegt, die ich da bekommen hatte. Aber wie dem auch sei, weiteres folgt, wird kommen von Nio 2. Bye bye und auf Wiedersehen.